Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu unserer gemeinsamen Pressekonferenz der Regierungsfraktionen von CSU und Freien Wählern zum Thema Was tun gegen Fachkräftemangel in den Arztpraxen. Also Ihnen hier in Präsenz herzlich willkommen und allen, die im Livestream mit dabei sind. Es geht um große Nähe der Politik heute zur Praxis. Wir wollen Ihnen auch aus der Praktikersicht einen Einblick geben in die aktuelle Problematik. Woran hapert es beim Berufsbild der medizinischen Fachangestellten? Wo sind die Schwierigkeiten? Warum ist es schwierig, Nachwuchs zu gewinnen? Und natürlich zeigen wir auch Lösungsvorschläge der Politik auf, konkret dann ein Antragspaket, das vieles besser machen soll. Ihre Gesprächspartner heute sind Bernhard Seidenat, der gesundheitspolitische Sprecher der CSU-Fraktion und Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, Susan Enders, die gesundheitspolitische Sprecherin der Freie Wähler Landtagsfraktion, und Dr. Nicola Fritz, Fachärztin für Allgemeinmedizin mit eigener Praxis in München. Für alle, die im Livestream dabei sind, können natürlich auch jederzeit Fragen stellen. Die erreichen uns per E-Mail unter frage@fw-landtag.de, frage@fw-landtag.de. Und jetzt darf ich gleich beginnen mit Frau Dr. Fritz. Medizinische Fachangestellte, ganz wichtiges Thema, eine wichtige Säule im Gesundheitssystem. Es heißt immer wieder, es ist so schwierig, medizinische Fachangestellte für die Praxis zu bekommen. Warum ist das so schwierig, Frau Dr. Fritz? Na? Den unteren. So, die Technik. Ja, vielen Dank für die Einladung heute. Es ist mir schon seit vielen Jahren ein großes Anliegen, über die medizinischen Fachangestellten oder für medizinische Fachangestellte zu werben. Wir haben da verschiedene Themen. Wir selbst in der Praxis, ich betreibe eine Praxisgemeinschaft mit meinem Mann. Mein Mann ist Facharzt für Gastroenterologie und ich bin Hausärztin hier mitten in München im Zentrum. Wir suchen seit etwa 5, 6 Jahren kontinuierlich Personal. Das heißt, wir haben Personal, das sehr schnell wechselt. Wir haben Personal, das teilweise aber auch den Anforderungen in der Praxis nicht mehr gewachsen ist, um es mal so zu sagen. Wir haben das Problem, dass viele der Fachkräfte auch irgendwann einfach aus dem Beruf rausgehen, weil es ein sehr stressiger Beruf ist und weil natürlich auch die Anerkennung nicht wirklich vorhanden ist. Die Anerkennung ist auch schwierig, weil viele der Mitarbeiterinnen in der Praxis einfach keine ausreichende Vertretung haben. Es sind oft sehr kleine Teams. Da kann man natürlich auch mit dem Chef nochmal einen direkten Draht oder eine direkte Verbindung haben. Aber in größeren Einheiten ist das natürlich oft schon schwieriger. Die Drucksituation von außen, insbesondere jetzt natürlich auch noch mal angeheizt durch Corona, durch Regelungen, durch Abstrichszenarien, die wir fast im wöchentlichen Tempo ändern müssen. Das macht natürlich schon alles auch einen immensen Stress und eine wahnsinnige Belastung in den Praxen. Nichtsdestotrotz ist das Thema, um das es heute geht, eben nichts, was nur durch Corona befeuert worden ist, sondern es geht einfach schon 5, 6, 7 Jahre so. Man muss dazu sagen, dass die Entlohnung der Arzthelferinnen laut Tarifvertrag nicht wirklich sehr gut ist. Wir haben ein Einstiegsgehalt von etwa 1.900 bis 2.000 Euro in der ersten Tarifgruppe und damit können sie natürlich auch gerade hier in München so gut wie gar nicht leben. Wir haben oft den Vorwurf bekommen, dass wir uns doch einfach ein bisschen besser um die Mitarbeiter kümmern sollen, dass wir vielleicht auch einfach bessere Gehälter zahlen sollen, dann würde das schon alles gut gehen, dann wäre das auch kein Problem. Wir haben hier in Bayern ein Ausbildungskurriculum, das aus dem Jahr 2006 stammt. Das heißt, da ist dringend Überarbeitungsbedarf notwendig. Wir haben IT-Strukturen mittlerweile in den Praxen. Wir reden über die Digitalisierung in der Medizin, über Telematik, Infrastruktur und die Schulen haben teilweise nicht mal Computer, mit denen die Mitarbeiter geschult werden können. Also da ist irgendwie an allen Fronten viel zu tun. Die Wertschätzung, die Ausbildung und dann natürlich auch einfach, dass man den Beruf attraktiv hält, dass diese Mitarbeiterinnen auch die Möglichkeit haben, ihren eigenen Bereich zu definieren, dass sie selbst auch irgendwie etwas leisten
dürfen in der Praxis. Denn offiziell ist es schon so, dass der Arzt alles vorgeben muss. Und selbst wenn Sie eine Mitarbeiterin haben, die gut ausgebildet ist, die qualifiziert ist, die es auch kann, gibt es dafür keine Standards. Und deswegen bin ich unglaublich froh, hier heute gehört zu werden und hoffe natürlich auch, dass sich da jetzt was tut, sowohl für medizinische Fachangestellte als dann im zweiten Schritt auch für uns Ärzte in den Praxen, weil wir einfach ohne diese Fachkräfte nicht arbeiten können. Und Sie werden es vielleicht auch in der Presse verfolgt haben. In den letzten Jahren sind auch immer mal wieder Sprechstunden eingestellt worden, weil einfach ein Fachkräftemangel da ist. Und ich erlebe das im Moment auch so, dass viele der Kollegen auf Videosprechstunden umswitchen, dass Teleportale wie zum Beispiel Zava, Teleklinik und wie sie alle heißen, auch einen immensen Zulauf an Ärzten haben, weil wir tatsächlich in der Praxis keine reellen Sprechstunden mehr anbieten können. Und das ist etwas, was mich sehr nachdenklich stimmt und wo ich wirklich hoffe, dass dieser Mangel durch die jetzt hier vorliegenden Anträge auch ein bisschen gemildert und gelindert werden kann. Und ich fände es auch wirklich schön, wenn in der Bevölkerung Respekt für diesen Beruf wiederkommt, denn auch das ist tatsächlich ein Thema, dass man immer meint, das sind ja keine ausgebildeten oder keine wirklich hochqualifizierten Kräfte. Dem kann ich nur widersprechen. Es ist ein wirklich sehr, sehr komplexer Ausbildungsberuf mittlerweile geworden, der viele Anforderungen an die Mitarbeiterinnen stellt, der sehr viel Flexibilität, Organisationstalent und Managementfähigkeiten braucht und eigentlich auch ein cooler Job sein kann, wenn man ihn denn dann auch so versteht. Und das wäre schön, da wieder mehr Fokus drauf zu bekommen. Vielen Dank, Frau Dr. Fritz. Also ein dringender Appell an die Politik, der absolut gehört wird, Bernhard Seidenert. Ja, ein herzliches Grüß Gott auch von mir, Frau Hoffmann. Ja, so ist es. Danke, Frau Dr. Fritz, dass Sie uns die Situation geschildert haben. Danke, Frau Hagel, dass Sie gekommen sind, wahrscheinlich Ihre Sprechstunde jetzt unterbrochen haben für diese Pressekonferenz, Patienten warten lassen, eben weil es ein wichtiges Anliegen ist. Für uns in der Politik, Frau Enders und mir auch seit langem, seit 1,5 Jahren, wir haben schon vor Corona damit begonnen. Und man kann sich jetzt fragen, warum machen wir gerade in Corona-Zeiten eine solche Pressekonferenz, wo wir doch wahrlich Wichtiges zu tun haben, möglicherweise sagen manche Wichtigeres zu tun haben, als über die MFAs zu sprechen. Genau das ist der Punkt. Weil ohne unsere Hausärzte hätten wir diese Katastrophe, diese Pandemie nicht abpuffern können. Und wer ist der Erste, der in einer Hausarztpraxis mit dem Patienten konfrontiert wird? Das ist die medizinische Fachangestellte. Das ist der medizinische Fachangestellte, das ist ja vor allem ein Beruf, der weiblich ist, aber der dort in erster Linie mit dem Patienten konfrontiert ist. Der steht voll im Feuer und deswegen ist gerade in Pandemiezeiten wichtig, dass wir diesen Beruf des medizinischen Fachangestellten in den Blick nehmen. Unsere wichtigsten Ziele im Gesundheitsbereich ist der Kampf gegen den Fachkräftemangel. Da haben wir schon viel getan. Ich kann es nur in Erinnerung rufen, gegen den Mangel bei den Haus- und Fachärzten. Wir haben viel getan und versuchen viel zu tun beim Mangel an Pflegekräften. Und das Thema medizinische Fachangestellte war hier häufig unterschätzt, so wie das Berufsbild selber auch unterschätzt ist. Aber der Mangel ist hier genauso sichtbar. Und wir haben es ja gerade gehört, dass gerade in Ballungszentren, gerade in München, manche Arztpraxen schließen müssen. Nicht, weil der Arzt fehlt, sondern weil die medizinische Fachangestellte fehlt. Und deswegen haben wir alles getan und wollen alles tun, damit dieses Berufsbild besser in den Fokus gerückt wird, dass es mehr wertgeschätzt wird. Da Gesundheit, das merken wir jetzt, das Fundament für alles ist. Gesundheitspolitik ist das wichtigste Politikfeld, auf dem alle anderen aufbauen. Und deswegen unterstützen wir die medizinischen Fachangestellten nach Kräften. Wir haben alles zusammengetragen, was in unserem Antragspaket aus 6 Anträgen, was uns wichtig war und was auch letztlich Frau Dr. Fritz gerade intoniert hat. Wir haben diese Punkte, die Sie genannt haben, dort aufgegriffen. Wir haben vor allem betont, und ich möchte es nur einleitend nochmal in diesem Fundamentalsatz darstellen, wie Frau Enders das einordnet und ich dann auf die Anträge auch im Einzelnen eingehen kann, dass MFAs unverzichtbare Säulen unseres Gesundheitswesens sind, leider häufig unterschätzt. Wir wollen dies durch unser Antragspaket ändern. Wir wollen ganz inhaltlich, aber auch ganz konkret mehr Aufmerksamkeit und mehr Wertschätzung für die medizinischen Fachangestellten hier finden.
die gerade in den Ballungszentren bei den niedergelassenen Haus-, Fach- und Zahnärzten so wichtig sind. Ohne die, wir haben es gehört, wäre es häufig nicht möglich, den Praxisbetrieb aufrechtzuerhalten. Ihnen kommt eine Schlüsselstellung bei der Patientenversorgung zu. Und deswegen rücken wir Sie heute durch diese Pressekonferenz und morgen durch die 6 Anträge, die wir im Gesundheitsausschuss hier behandeln, ins Scheinwerferlicht. Wir geben Ihnen die Aufmerksamkeit, die Sie brauchen. Und das soll jetzt der Startschuss sein für eine wirklich dauerhafte Besserstellung der medizinischen Fachangestellten, der rund 72.000, die wir haben. Vielleicht das noch als zum Beginn. 72.000 medizinische Fachangestellte, die wir in Bayern haben. Knapp 70% arbeiten Vollzeit, also etwas mehr als 30% in Teilzeit. Durchschnittsalter 44 Jahre. Die Verweildauer im Beruf ist nicht immer so lang wie bei der Frau Hagel, die 20 Jahre schon bei der Frau Dr. Fritz ist. Aber da ist also auch noch Luft nach oben. Ich komme nachher bei den Anträgen im Einzelnen drauf. Mir ist nur wichtig, noch einmal zu betonen, wie entscheidend dieses Berufsbild ist und wie wichtig es wir auch in der Aufwertung dieses Berufsbild durch ein paar Beispiele, die wir auch noch bringen werden, Versorgungsassistenten für Hausärzte, die Nähpas und so weiter, dass wir nichtärztliche Tätigkeiten hier durchaus noch stärker betonen können, als wir es bisher getan haben. Deswegen danke für die Aufmerksamkeit und danke für die Unterstützung im Ausschuss. Das gebe ich an meine Kollegin von den Freien Wählern, Frau Enders, gerne weiter. Und nicht nur diesen Dank für das gemeinsame Ziehen am gleichen Strang in die gleiche Richtung, sondern jetzt auch das Wort. Frau Enders, bitteschön. Ja, vielen Dank, Herr Seidenhardt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als erstes möchte ich Ihnen danken, weil wir können uns hier im Bayerischen Landtag noch so viel Gedanken machen, wie es mit der Gesundheitsversorgung in ganz Bayern weitergeht. Um zu zeigen, was wir hier erarbeiten, brauchen wir Sie. Brauchen wir eine objektive Presse, brauchen wir objektive Medien. Und dass Sie sich heute die Zeit nehmen und zu uns kommen, das ist auch eine Wertschätzung unserer Arbeit. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ja, es geht hier um Gesundheitsberufe. Selbst wenn die medizinische Fachangestellte ja eher im kaufmännischen Bereich immer noch im Ausbildungsberuf angesiedelt ist, für mich ist das ein absoluter Gesundheitsberuf. Und warum sage ich das? Ganz einfach aus eigener Erfahrung. Denn ich habe selber 4 Jahre lang als wie es damals so schön hieß, im Volksmund Arzthelferin gearbeitet, nach meiner Ausbildung medizinisches Fachschulstudium zur Krankenschwester, erstmal im ambulanten Bereich, 1 Jahr bei einer Kardiologin, dann 3 Jahre in einer Augenarztpraxis ambulant. Ich weiß genau, was diese medizinischen Fachangestellten schultern müssen, dass sie erster Ansprechpartner sind, als für den Patienten, die für den wirklich absolut guten Ablauf in den Arztpraxen zuständig sind, ein offenes Ohr haben müssen für alle Belange der Patientinnen und Patienten und auch noch, dass der Praxisablauf reibungslos funktioniert. Ich weiß, wovon ich rede, auch wenn es schon lang her ist. Ich muss überlegen, es war so 1989, 88, 89 und dann die nächsten Jahre. Und danach habe ich 30 Jahre als OP-Schwester gearbeitet. Sie sehen also ambulanter Bereich, stationärer Bereich. Es ist hier im Bayerischen Landtag ein großes Verständnis für die Nöte und Sorgen der Angestellten in unseren Gesundheitsberufen. Und das nicht erst seit Corona. Es ist sehr wichtig, dass wir eine funktionierende Gesundheitsversorgung haben. Und da möchte ich mich auch bei meinem Kollegen Seidenhardt von der CSU bedanken, denn wir in der Koalition CSU und wir Freie Wähler, wir haben nicht nur heute für den ambulanten Bereich, also für die medizinischen Fachangestellten, etwas vorangebracht, sondern ich erinnere, es ist gar nicht lang her, 2-3 Wochen, dass wir für die Überarbeitung des DRG-Systems, also Krankenhausfinanzierung, Sockelfinanzierung für Krankenhäuser, stationärer Bereich, Sie wissen selber, wie es um die kleinen Krankenhäuser steht und dass wir eine funktionierende, flächende Gesundheitsversorgung brauchen. Stationärer Bereich bereits begonnen. Heute ambulanter Bereich mit den MFA, mit den medizinischen Fachangestellten. Und wenn Sie morgen den Gesundheitsausschuss verfolgen werden, auch für unsere Patienten, werden wir morgen den Antrag einbringen für die bessere Unterstützung, Vorsorge und Nachsorge chronisches Fatigue-Syndrom
dieses Müdigkeits- und Erschöpfungssyndrom, was es schon lang gibt, was aber jetzt durch Corona noch mal als eine ganz massive Nebenwirkung, Nachwirkung erscheint. Auch hier haben wir also nicht nur stationären Bereich, Krankenhäuser, ambulanter Bereich, unsere MFA, sondern auch für unsere Patienten, für unsere Kranken. Wir sind für alle da und versuchen immer wieder Angriffspunkte zu nehmen, um da Linderung, Milderung oder einfach auch mal Perfektion zu schaffen. Es ist heute ein ganzes Antragspaket. Das fängt an von der Ausbildung der medizinischen Fachangestellten, also über die Berufsschulen, regionale Engpässe, Digitalisierung, um nur ein paar Schlagworte zu nennen, das betriebliche Gesundheitsmanagement fördern, die Prävention und den Gesundheitsschutz für die Mitarbeiter in den Arztpraxen und die Vergütung, also Tarifabschlüsse von Kostenträgern refinanzieren zu lassen oder die Tätigkeit der MFAs im Leistungskatalog der Krankenkassen anzusiedeln. Und außerdem die Aus-, Fort- und Weiterbildung. Sie haben es vorhin gehört, es ist schon ein paar Jahre her, dass dieser Tätigkeitskatalog überarbeitet wurde und wir müssen es jetzt der Realität und dem Praxisalltag anpassen. Ja, und zum Schluss, was mir besonders wichtig ist, ist diese Aufwertung des Berufsbildes. Denn das sind Tätigkeiten, die eine MFA ausführt oder ein MFA, ein medizinischer Fachangestellter ausführt, die delegationsfähig sind, die müssen auch abrechenbar sein. Und vor allen Dingen die Zuordnung der MFAs zu den Gesundheitsberufen. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt, denn das sind nicht allein Bürotätige. Das ist, will ich jetzt gar nicht abwertend sagen, sondern hier ist ganz viel medizinischer Sachverstand, der ebenso da ist und da sein muss, um also wirklich der Realität des Praxisalltages auch zu entsprechen. Ja, und was ich vorhin gesagt habe, als ich anfing, vor vielen Jahren meine 4 Jahre im ambulanten Bereich zu arbeiten und es im Volksmund noch so nett Arzthelferin genannt wurde, ich möchte eine Lanze brechen für unsere MFAs, denn MFAs sind so viel mehr als Arzthelfer und Arzthelferinnen. Es ist ein Fachberuf. Das sind die Menschen, die sich um die Patienten kümmern, die die Abläufe in den Praxen optimieren und funktionieren lassen und die ein hohes medizinisches Fachwissen haben müssen. Deshalb mit einem Augenzwinkern Arzthelferin, das ist es schon lange nicht mehr. Und medizinische Fachangestellte sind es lange wert, dass man sich über ihren Berufsstand noch mal extrem Gedanken macht und dass die Anerkennung auch in der Bevölkerung wieder eine andere wird. Denn es darf nicht nur sein, dass man die Menschen zu schätzen weiß, wenn man sie gerade braucht, wenn es einem gerade schlecht geht und man in die Arztpraxis geht, sondern es muss eine allgemeine Aufwertung des Berufsbildes geben. Und damit, um jetzt auf die speziellen Punkte der Anträge einzugehen, würde ich dann wieder übergeben an Herrn Seidenath. Vielen Dank. Danke auch dafür und wird Ihnen kurz diese Anträge, das Paket aus 6 Anträgen im Detail vorstellen. Sie sind jeweils überschrieben mit dem Thema medizinische Fachangestellte wertschätzen, Fachkräftemangel entgegenwirken. Das ist das große Ziel, was wir alle hier haben. Zum einen, und da kann ich jetzt letztlich auf alles, was Frau Dr. Fritz am Anfang gesagt hat, eingehen, geht es uns zunächst darum, die Vergütung im ambulanten Bereich zu erhöhen und an den stationären Bereich anzupassen. Wir haben es ja durchgesetzt, dass im stationären Bereich die Kostensteigerungen für die Tarifverträge von den Kostenträgern übernommen werden, 1:1 in voller Höhe. Und das ist auch unser Ziel hier, dass wir im ambulanten Bereich die Tarifsteigerungen bei den MFAs tatsächlich dann von den Kostenträgern vollständig refinanziert bekommen. Das ist wichtig, um eine Attraktivität zu setzen für das Berufsbild, weil zu viele tatsächlich noch aus dem Beruf herausgehen. Nach 5 Jahren sind nur noch 60% der MFAs in ihrem Berufsfeld tätig. Wir haben gesehen, dass auch die Ausbildungszahlen im Schuljahr 2019-2020 etwas eingebrochen waren und dass auch Ausbildungsverträge vorzeitig aufgelöst wurden. 2016 waren es über 1050 Ausbildungsverträge, die vorzeitig aufgelöst wurden. Damit war die Abbrecherquote leider in dem Bereich der MFAs überdurchschnittlich hoch. Das belegt das Bayerische Landesamt für Statistik. Und all das ist wichtig. In dem Fall ist es wichtig, dass wir die Kostensteigerungen 1:1 refinanzieren durch die Kostenträger, ganz so wie im ambulanten Bereich.
Das Zweite aber, auch dass das Berufsbild neu geordnet wird. Es gibt eine Bundesverordnung über die Berufsausbildung zum medizinischen Fachangestellten. Die stammt aus dem Jahr 2006. Wir haben es gehört, das sind 15 Jahre her. In der Zwischenzeit hat sich enorm viel getan. Deswegen gibt es hier dringenden Reformbedarf. Das heißt, dieser zweite Antrag richtet sich an die Sozialpartner auf Bundesebene, auf die Bundesebene insgesamt, dass wir hier das Berufsbild neu ordnen und dass wir in der Folge auch die MFAs, wie es Frau Enders auch gesagt hat und auch bei Frau Dr. Fritz ist es angeklungen, aus dem Bereich der Kaufleute an den Berufsschulen hin zu den Gesundheitsberufen ändern. Das ist, glaube ich, dort auch besser aufgehoben. Deswegen diese Neuordnung des Ausbildungsberufs auf Bundesebene. Der dritte Antrag will, das ist mit das Zentrale, was wir heute hier vorschlagen, die Aus-, Fort- und Weiterbildung verstärkt an der Versorgungsrealität orientieren. Und wir wollen auch gezielt Aufstiege ermöglichen, dass wir also eine Möglichkeit haben für medizinische Fachangestellte, sich weiterzuentwickeln, auch in andere dann auch Verantwortungen innerhalb der Arztpraxis aufzusteigen und dort auch dann entsprechend finanziell honoriert zu werden. Wir haben gedacht, dass es ähnlich wie beim ärztlichen Bereich auch hier im MFA-Bereich eine Continuing Medical Education geben könnte, also eine ständige Fort-Weiterbildung, die dann auch Aufstiegsmöglichkeiten eröffnet. Wir denken bei diesen Dingen jetzt zum Beispiel an diese VERAs, Versorgungsassistenten für Hausärzte oder die NEPAs, die nichtärztlichen Praxisassistentinnen und Praxisassistenten. Ganz aktuell könnte man sagen, Fortbildung zur Impfassistenz, ganz wichtig, weil das ja uns lange begleiten wird, in Corona, aber auch in Grippezeiten. Das Endoskopiepersonal, was hier auch zum Beispiel ist, da gibt es viele Möglichkeiten, sich speziell weiterzubilden. Wundmanagement, da kann eine MFA einen Hausarzt massiv entlasten. Das ist für also eine Win-Win-Situation für beide, dass der Hausarzt mehr Zeit hat für die schweren Fälle, die Patienten, fürs Patientengespräch und die MFA ihm diese Tätigkeit, die er sonst noch mitmachen müsste, abnehmen könnte. Also das ist das Ziel dieses dritten Antrags, dass wir hier ganz klar Aus-, Fort- und Weiterbildung stärken, an der Versorgungsrealität orientieren, aber auch mehr Aufstieg ermöglichen. Zu diesem Antrag, den ziehe ich deswegen vor, passt auch der fünfte Antrag, dass wir an den Berufsschulen die Digitalisierung weiter ermöglichen. Denn wenn eine Ausbildung tatsächlich sich an der Versorgungsrealität und am besten der Zukunft orientieren soll, dann darf sie sich nicht in der Ausbildung an der Vergangenheit orientieren. Also mit den Konnektoren, die in den Hausarztpraxen jetzt gang und gäbe sind für die telematischen Schnittstellen, für das Einlesen der elektronischen Patientenakte, dass diese ganzen digitalen Werkzeuge gelehrt werden, dass diese Programme, die auf dem Markt sind, jeweils vorgestellt werden und praxisnah den MFAs nahegebracht werden, Umgang mit der gängigen Praxissoftware zu vermitteln. Das ist alles wichtig. Da müssen die Berufsschulen aus unserer Sicht nachziehen. Da müssen sie ein bisschen besser werden, denn wie wir es in dem Antrag am Ende geschrieben haben, Praxisnähe ist bei der Ausbildung von MFAs im doppelten Sinn essentiell. Einerseits nah an der Praxis des Hausarztes, aber andererseits auch an der gelebten Praxis des Hausarztes, wie sie aktuell eben ist, welche Probleme, welche Herausforderungen der jeweilige Hausarzt gerade im Moment hat. Der übersprungene Antrag, den ich jetzt gerne mit einbinde, der geht schon eher in die Richtung, wie wir mehr junge Leute begeistern können für diesen Beruf. Das tun wir insgesamt durch die Wertschätzung, die wir ihnen vermitteln wollen, aber eben auch, dass wir mehr Berufsschulen in Bayern haben wollen. Wir haben im Moment 35 Berufsschulen, 30 in staatlicher, 5 in kommunaler Trägerschaft. Das ist ein dichtes Netz. Das reicht normalerweise auch für die bestehenden Auszubildenden. Wir haben etwa 7.200 Auszubildende in 3 Lehrjahren an MFAs in Bayern. Das reicht grundsätzlich. Nur, viele werden sagen,
die sind ja auch dann noch nicht volljährig, wenn sie die Ausbildung beginnen, wenn ich so weit fahren muss, wenn ich so weit von meinem Heimatort weg muss, um die Berufsschule zu besuchen, dann lasse ich es lieber und mache irgendwas anderes, was näher liegt. Und deswegen ist die Wohnortnähe auch in der Berufsschulsituierung, glaube ich, ganz wichtig. Und dass wir deswegen, wenn wir mehr Berufsschulen in Bayern hätten, gegebenenfalls auch Filialen, dann eine leichtere, einen besseren Zugang zur MFA-Ausbildung ermöglichen könnten. Also mehr junge Leute für diesen wirklich hervorragenden und tollen Beruf, der von so vielen mit viel Herzblut ausgefüllt wird, zu begeistern. Und das Letzte, Frau Dr. Fritz hat es auch schon angesprochen, dass wir uns um die Gesundheit der Mitarbeiter kümmern. Seit 2015 haben wir im Bund das Präventionsgesetz. Wir haben in Bayern den Präventionsplan des Freistaats Bayern mit einem ganz klaren Augenmerk und Schwerpunkt auf dem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Das können wir hier auch ausbauen, ganz so, wie wir es bei der Pflege gemacht haben, im Sinne einer Pflege der Pflegenden, damit die länger im Beruf gehalten werden. So können wir das hier auch besser umsetzen, wollen wir es auch besser umsetzen im Hausarztbereich. Da hat Frau Dr. Fritz schon darauf hingewiesen, dass Hausärzte eine relativ kleine Einheit sind. Die haben nicht die Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein großes Krankenhaus, wo man hier viel machen kann mit Möglichkeiten, Fitnessstudios zu gewähren, andere Dinge, die man vielleicht selber einrichten könnte in einer größeren Einheit. Und deswegen ist umso wichtiger, dass wir Dinge, die wir im Pflegebereich überlegt haben, zum Beispiel durch das Modellprojekt Pflege Prevent, was an der LMU hier gelaufen ist zwischen 2017 und 2019, dass wir dies übertragen auf die MFAs, um auch hier betriebliches Gesundheitsmanagement zu forcieren, um sie länger gesund zu halten, länger im Beruf zu halten und damit auch Wertschätzung an der Tätigkeit der MFAs zu signalisieren. Das waren die 6 Anträge, die wir morgen im Gesundheitsausschuss des Landtags besprechen werden und so Gott will, Frau Enders, wir alle da sind, unsere Mehrheit steht, auch beschließen werden. Und deswegen danke ich Ihnen jetzt mal fürs Zuhören. Frau Hoffmann, Sie werden weiter moderieren. Dankeschön. In der Hoffnung auf Fragen von Ihrer Seite. Herr Auerbacher, bitte. Eine Verständnisfrage habe ich zu diesen 60%. Konnten die nimmer, wollten die nimmer oder haben sie einfach nur ein besseres Angebot bekommen? Also von einem anderen Beruf-Ding oder so. Also wie kann man das einordnen? Ja, danke für die Frage. Ich glaube, dass alle 3 von Ihnen genannten Gründe da eine Rolle spielen. Ja, also es gibt sehr viele, die zu anderen Arbeitgebern gewechselt haben. Medizinische Fachangestellte sind gut ausgebildete Kräfte, die auch eine Ahnung vom Gesundheitswesen haben. Das heißt, viele dieser Kräfte sind gern gesehen bei Krankenkassenverbänden. Die Kassenärztliche Vereinigung stellt diese Menschen ein. Die Ärztekammer wirbt ab, also auch im System immer wieder gern gesehene Mitarbeiter, Pharmafirmen. Früher der Beruf des Pharmareferents war sehr gerne von Arzthelferinnen ausgeführt. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen geändert. Und ich glaube einfach, diese Belastung mit kranken Menschen, aber auch mit Menschen, die sehr viel Kommunikationsaufwand manchmal im Alltag benötigen, weil wir eben nicht mit Kunden zu tun haben, sondern mit Patienten in den Praxen. Das ist ein bisschen etwas, was da unterschätzt wird. Und dann gibt es natürlich auf der einen Seite den Arzt, der Ansprüche hat. Es gibt das Gesundheitswesen und es gibt den Patienten, der vorne steht. Und es sind 3 Gruppen, die dann einfach auch zu einem schnelleren, ja, Burnout, ich will jetzt das Wort gar nicht so unbedingt sagen, führen könnten. Dazu haben wir tatsächlich auch Studiendaten über die Arbeitszufriedenheit und das Risiko von Burnout. Das ist eine Umfrage, die hier in Deutschland letztes Jahr stattgefunden hat, die von meinem Mann mit initiiert worden ist bei den Endoskopie-Mitarbeitern. Und da kommt ganz klar raus, dass es immer größer werdende Herausforderungen gibt in diesem Bereich, dass aber trotzdem noch ein relatives hohes Maß an Arbeitszufriedenheit herrscht. In dem Zusammenhang ist dann aber wieder die kleine Entität und die niedrige Hierarchie absolut hilfreich, dass die Mitarbeiterinnen sich da auch immer wieder gut aufgehoben fühlen, dass sie auch wieder Rücksprache haben. Also jemand, der in dem Beruf
gut ist und der sich dort auch gut angebunden hat und auch in einem Arbeitsbereich tätig ist, der ihm Spaß macht, der verlässt dann doch nicht so schnell den Beruf. Ja, also irgendwie ist der Beruf schon auch mit einer gewissen Attraktivität zu versehen. Ich weiß nicht, ob Frau Hagel dazu noch was ergänzen möchte aus ihrer eigenen Anschauung von der Kollegin. Wenn Sie schon da sind, wäre das ja eine gute Möglichkeit. Also hallo erstmal, vielen Dank für die Einladung. Ich kann mich dem anschließen, was die Frau Dr. Fritz sagt. Das ist wirklich leider bei meinen Kolleginnen oft so, dass sie schlecht ausgebildet sind. Wirklich, also gerade medizinisches Fachwissen nicht wirklich mitbringen. Also die Berufsausbildung sieht da gar nicht viel vor, aber man muss sich halt selber einfach selber weiterbilden. Und das Ganze, also hinzukommend mit diesem Stress, den man an der Anmeldung hat, dann ist dieses fehlende Fachwissen. Natürlich ist man dann unzufrieden. Man hat keine Selbstsicherheit. Man kann sich teilweise dem Patienten gegenüber, der Dr. Google viel befragen hat, nicht mal mehr entgegensetzen. Oder dann heißt es, die hat ja keine Ahnung da vorne. Und das bringt natürlich eine große Unzufriedenheit mit sich. Also das Wichtigste wäre, dass einfach so eine qualifizierte, gute, praxisorientierte Ausbildung da ist, dass man einfach mit einer guten Basis in den Beruf geht, dem dann auch standhalten kann, was einem täglich begegnet. Da kann man dann natürlich schon viel machen. Also ich konnte das immer sagen, seit 23 Jahren bin ich in dem Beruf und gehe immer gerne in die Arbeit. Und das ist was, es macht einem Spaß, aber ich habe mich halt auch selber viel weitergebildet. Also alles, was man dann merkt im Praxisalltag, da ist ja eine Riesenlücke da, das macht man dann halt, oder früher gab es auch diese ganzen zusätzlichen Qualifikationen gar nicht. Das hat man halt dann aus Eigeninitiative gemacht. Also das Körtner ist natürlich auch immer viel Charaktersache. Da muss ich jetzt dahinter sein und mich darum bemühen. Wenn dann die Bezahlung stimmt, dann macht man das auch gerne. Man hat Spaß dran, kriegt dementsprechende Entlohnung und dann stimmt das auch das Gesamtpaket. Wenn das natürlich bei vielen Kolleginnen so ist, die haben dann, werden nach Tarif bezahlt, haben diesen hohen Stressfaktor, haben nicht die Anerkennung, dann sagt man natürlich schnell, wofür diesen ganzen Aufwand. Da setze ich mich am Wochenende nicht auch noch hin und lese Sachen nach und bilde mich auf Privatinitiative fort. Also deswegen alles, was hier gesagt wurde, ist wirklich 1:1 so wahr und da muss wirklich was passieren. Also das sehe ich ganz genauso. Jetzt sind Sie ja seit 23 Jahren in dem Beruf und es geht ja auch darum, Nachwuchs zu gewinnen. Können Sie aus Ihrer Sicht sagen, warum das für Sie der richtige Beruf ist und warum es sich lohnt, diesen Beruf zu ergreifen? Also ich habe das primär gemacht, weil ich die Arbeit am Patienten liebe. Also dieses Medizinische interessiert mich. Es war primär ein Einstieg nach dem Abitur, um in das Gesundheitswesen einzusteigen, um dann eventuell noch Medizin zu studieren. Ich hatte damals einen Chef, der wusste auch, wie er mich halten kann. Frau Dr. Fritz hat das dann übernommen. Sie hat bei uns in der Praxis die Weiterbildungsassistenz gemacht. Da haben wir uns auch kennengelernt. Und somit hatte ich dann immer die Chance, einfach zu sagen, okay, ich kann mich hier weiterbilden. Ich habe hier verantwortungsvolle Bereiche, habe nebenbei halt eine Familie mit 3 Kindern noch gegründet, was dem Medizinstudium dann auch entgegensetzt. Und somit kann man sagen, wenn man dann intern die Möglichkeit hat, auch was daraus zu machen, Verantwortung, selbstbestimmtes Arbeiten, dann macht es ja auch Spaß, dann hat man auch die Erfüllung. Und es ist natürlich ein super Job, halbtags zu arbeiten, anfangs, wenn die Kinder noch klein sind. Und wenn da die Möglichkeit da ist, dann ist das eigentlich ein Traumberuf. Und ich mache ihn nach wie vor sehr gerne. Und auch wenn mich jetzt Leute fragen, ach, sind Sie Ärztin? Ich mache die Impfungen, die Infusionstherapien, die Vorsorgeuntersuchungen, eigentlich den ganzen Funktionsbereich, damit die Frau Dr. Fritz eben sich auf die Patientengespräche und die Diagnostik konzentrieren kann. Und dann sagt man, man kann sich in unserem Beruf dementsprechend, wie es jetzt ja auch gibt, viel diese Physicians Assistant, das ist eben auch ein weiteres Risiko, dass jetzt viele sagen, die ein bisschen was auf dem Kasten haben und ich möchte ein bisschen mehr daraus machen, dass die eben nicht abwandern, weil wir in dem MFA-Bereich nicht genug Möglichkeiten haben. Das müssen wir irgendwie schaffen, das aufzuhalten, dass man sagt, auch intelligente Leute, auch die weiterdenken können und auch bereit sind, was zu tun, die sind da richtig, genau die brauchen wir da. Da sollen nicht nur die Hauptschüler hin, die sonst nicht gerade wissen, das ist doch ganz nett, setz dich da in die Anmeldung und machst ein bisschen Sprechstundenhilfe, sondern da ist viel Potenzial da und genau dafür brauchen wir das, damit wir diese Leute dort auch hinkriegen und halten können, ja.
Vielleicht darf ich in einem Punkt bei Ihnen aufsetzen, weil Sie haben gesagt, Sie wollten Medizin studieren. Dadurch, dass wir die Land- und Amtsarztquote eingeführt haben im Medizinstudium, ist das jetzt auch leichter möglich. Also wir können zu 30%, wenn man sagt Landarztquote, wir haben etwa 112 Medizinstudienplätze pro Jahr, die wir vergeben, wo die Abiturnote keine Rolle mehr spielt. Man muss Abitur haben, aber das spielt keine Rolle mehr. Eine Rolle spielt zu 50% der Medizinertest, zu 20% ehrenamtliches Engagement in diesem Bereich und zu 30% eine Vorbildung im medizinischen Bereich. Dann nennt man Rettungsassistenten dazu, aber gerade die Ausbildung als medizinische Fachangestellte. Das heißt, einerseits nehmen wir dann wahrscheinlich wieder einige MFAs weg, die dann Medizin studieren. Andererseits aber ist der Einstieg, diese Ausbildung zu machen, für viele doch jetzt interessant zu sagen, ich mache jetzt erstmal das, schnupper rein und dann habe ich die Option, wenn ich das möchte, weiterzugeben. Als Landarzt im Unterversorgung oder von Unterversorgung bedrohten Bereich oder als Amtsarzt. Da kann ich dann, habe ich eine gute Startbasis und dann präge ich gegenüber anderen Bewerbern, wenn ich das gemacht habe. Also nur gesagt haben, das ist durchaus attraktiv, diese Ausbildung anzutreten. Gibt es weitere Fragen? Da würde ich mich gleich aber noch mal ganz kurz anschließen, weil ich glaube, dass wir vielleicht tatsächlich auch so eine Zwischenebene schaffen müssen, dass es eben nicht nur die MFA gibt, die auf Zuweisungen arbeitet, sondern dass es vielleicht auch die Möglichkeit gibt, eine MFA 2.0, eine Stufe höher sozusagen zu schaffen, wie Frau Hagel das gerade schön beschrieben hat, Impfassistenz, Wundmanagement, Endoskopiefachkraft, da sind auch eigenständige Tätigkeiten dahinter zu sehen. Und ich glaube, dann ist vielleicht auch gar nicht mehr die Notwendigkeit oder das Bedürfnis so extrem groß, selbst Medizin zu studieren, weil man eben doch in einem Team arbeitet, aber trotzdem eigenverantwortlich arbeiten kann. Und das ist etwas, was sich ja wahrscheinlich auch in Berufswegen und auch in Berufszufriedenheiten dann widerspiegeln wird. Und ich glaube, dass das einfach ein ganz wichtiger Punkt ist, auch diesen Beruf selbst da wertzuschätzen. Und nicht jeder will Landarzt werden. Da gibt es viele Wochenenddienste, da gibt es auch gute Sachen, aber es gibt eben auch viel Stress, Verantwortung, die doch noch mal höher ist als jetzt als MFA. Trotzdem kann man als MFA auch sehr, sehr viel Verantwortung übernehmen. Gibt es weitere Fragen aus der Runde? Das sieht nicht so aus. Ich sehe auch aktuell keine Fragen unserer Livestream-Teilnehmer. Dann darf ich mich ansonsten sehr, sehr herzlich fürs Interesse bedanken. Ansonsten noch Ergänzungen von Ihrer Seite oder? Sehr gerne, Frau Enders. Ja, eine Ergänzung hätte ich noch, weil ich habe Ihre großen Augen gesehen, als es dann hieß, von wegen wir erleichtern den Zugang zum Medizinstudium, so nach dem Motto, klauen Sie uns nicht unsere potenziellen MFAs. Nein, genau das wollen wir nicht machen. Wir wollen nur für alle Bedarfe der jungen Leute einfach einen Weg schaffen, der genau zugeschnitten ist für sie. Und vor allen Dingen dann, dass da nicht so ein Konkurrenzdenken aufkommt, dass man nicht sagt, oh, um angesehen zu sein in der Gesellschaft, muss ich Medizin studiert haben, muss ich Ärztin sein. Nein, so ist es nicht. Weil Sie kennen das aus dem ambulanten Bereich, ich kenne es die letzten 30 Jahre aus dem OP, wenn ein Team nicht funktioniert, und da sage ich vom Professor bis hin zur Reinigungskraft nachher, die den OP-Saal wieder aufräumen muss, damit die nächste OP wieder stattfindet. Und da ist alles dabei. Da sind medizinische Leute dabei, da sind Ärzte, Professoren, da ist mittleres medizinisches Fachpersonal dabei, da sind technische Assistenten dabei, da muss ein professionelles Reinigungsteam dabei sein, dass sich nicht der nächste Patient ansteckt an dem, was der vorherige hatte, so ungefähr. Sie wissen, was ich meine. Dieses Team muss gleichwertig angesehen werden. Und da haben wir eine ganz große Aufgabe in der Gesellschaft. Und in dem Moment, wo wir dieses Antragspaket durchbringen, haben wir einen Schritt dazu geleistet, weil man nämlich diesen Ausbildungsberuf,
der medizinischen Fachangestellten eine höhere Wertigkeit gibt, und zwar erstmal die Wertigkeit, die es eigentlich seit Jahren schon haben müsste. Wir setzen es hier nur nochmal fest und stellen die Weichen dazu, dass es auch von der Ausbildung her bis übers Gesundheitsmanagement, ich sag mal der Wohlfühlaspekt und die Prävention innerhalb der Arbeit bis nachher hin, dass man auch sagt, ich kann meinen Beruf und ich möchte meinen Beruf bis zum Rentenalter ausüben, ohne dass ich das Gefühl habe, ach, wäre ich mal lieber Ärztin geworden. Und das ist unsere Aufgabe dabei. Jeder ist an seinem Platz so wichtig und erfüllt seine Aufgabe und hat an seinem Platz die Möglichkeiten, nochmal wie ein Baum verzweigt in seinem Bereich, sich nochmal weiterzubilden, zu spezialisieren, um für seine Patientinnen und Patienten da zu sein. Und dass dann noch eine hohe Zufriedenheit für einen selber ist, dann bleibt man auch im Beruf. Die Anträge werden dann ja, wie Herr Seidenhardt sagte, morgen bereits im Gesundheitsausschuss verabschiedet.